Christian Ulmen. Darum gibt es bei Jax keine Patzer, die zweite Staffel Jax mit Christian Ulmen und Fariyadim ist da. Im Interview spricht Ulmen über die Dreharbeiten. Schauspieler und Comedian Christian Ulmen, 42, ist mit der zweiten Staffel der Comedy-Serie Jax zurück auf dem Video-on-Demand-Portal Maxdom. Die Idee von Jax, Geschichten aus dem wahren Leben, nacherzählt mit improvisierten Dialogen und fiktiven Elementen. In den 10 neuen Episoden werden neben Ulmen auch wieder Fariyadim, 37, Whatever Happens und Emily Cox, 33, zu sehen sein. Fans dürfen sich zudem auf Gastauftritte von Andreas Burani, 34, auf uns oder Anna-Maria Mühe, 32, Solo für Weiß, freuen. Im Interview mit der Nachrichtenagentur Spot on News verrät Christian Ulmen, warum die Improvisation für den Zuschauer keine große Rolle spielt und welche Serie er privat gerne schaut. Zu Beginn jeder Folge, Jax, wird, basierend auf wahren Begebenheiten, eingeblendet. Dass nicht alles auf ihrem Leben basiert, ist klar, Christian Ulmen. Warum ist das klar? Sie glauben nicht, dass das alles aus meinem echten Leben kommt. Kommen die Ideen nicht auch aus ihrem Freundes- und Bekanntenkreis? Ulmen, dafür müsste man ja Freunde oder Bekannte haben. Aber ja, Jax ist die Adaption einer dänischen Serie. Auch die Dänen improvisieren anhand grober Skripts mit Handlungen. Diese Handlungen verwenden wir auch zum Teil. Das bedeutet, es sind zur Hälfte wahre Begebenheiten aus dem Leben unserer dänischen Autorenkollegen und zur anderen Hälfte tatsächlich Momente aus dem Alltag von Fariyadim und mir. Ist es einfacher, situationsbedingt zu reagieren oder fest nach Drehbuch zu arbeiten? Ulmen, das ist eine Typfrage. Ich wollte bei Jax alles weglassen, was mich als Schauspieler nervt, wenn ich Filme drehe, Text lernen, Proben und lange Licht- und Baupausen. Wir proben also nicht und das Set ist so ausgeleuchtet, dass man jederzeit aus allen Winkeln drehen kann und es wird kein Text auswendig gelernt? Ulmen, nein. Großartig, oder? Allerdings muss sich jeder Schauspieler soweit auf den Dreh vorbereiten, dass er oder sie weiß, wo die Figur in dieser Folge hin will. Die Geschichten stehen klar fest. Für das gesprochene Wort aber ist jeder selbst verantwortlich. Wie kommt das beim Zuschauer an? Ulmen, für den Zuschauer ist es natürlich egal, ob wir unseren Text auswendig gelernt haben oder spontan ausdenken. Weil wir nicht die Schillerstraße sind, ist die Improvisation weder Qualitätsmerkmal noch der Grund, uns zu gucken. Wenn einer Jax mag, dann wegen der Geschichten und Typen. Was halten Sie generell von improvisierten Filmen oder Serien wie etwa dem Impro-Tatort? Ulmen, mich interessiert das eigentlich gar nicht so sehr. Mich langweilt zum Beispiel Improvisationstheater. Eine öde Geschichte wird für mich nicht spannender, weil sie einer spontan improvisiert hat. Improvisation ist ein spannendes Werkzeug, und bestimmt kann man damit auch einen grandiosen Tatort machen, aber das Tool an sich ist für mich noch kein Grund, einzuschalten. Was tun Sie, wenn einmal ein Patzer passiert? Ulmen, es gibt keine Patzer. Manchmal passt ein Lachflasche und es wirkt, als würde die Figur in dem Moment einfach lachen müssen. Dann lässt man das drin, ansonsten schneidet man den Lacher eben raus. Welche Serien schauen Sie gerne privat? Ulmen, mir hat neulich mein Editor gesagt, ich solle mir unbedingt Mindhunter anschauen. Bud Banks fand ich toll. Mit welchen Gastauftritten können wir noch rechnen? Ulmen, Andreas Burani spielt mit und Anna-Maria Mühe ist auch dabei. Sie spielt eine ganz tolle Version von sich selbst als egozentrische Weltverbesserin. Ich finde es übrigens gar nicht so spannend, davor anzukünden, wer dabei ist. Ein großer deutscher Entertainer huscht einmal kurz in einer Wellnessklinik durchs Bild. Achtet mal drauf. Verstehen Sie sich auch privat mit Fariyadim so gut? Die Harmonie muss sicher stimmen, wenn man nicht nach Drehbuch spielt. Ulmen,
Fari und ich mögen uns im echten Leben, schließlich handelt die Serie ja vom echten Leben. Aber unsere Nähe ist gar nicht wesentlich für unsere Serie. Auch wenn wir uns hassen würden, könnten wir super, Jacks, drehen. Denn bei der Improvisation muss man vor allem bei seiner eigenen Figur bleiben. Ist die nächste Staffel schon in Planung?